Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja. Es ist heute jetzt, wenn ihr diese Folge seht, Sonntag. Ich muss erst nochmal kurz überlegen, wo bin ich stehen geblieben. Da bin ich stehen geblieben. Alles klar. Also, jetzt nochmal. Wenn ihr diese Folge seht, ist Sonntag. Gucken, ob die Musik aus ist. Und Sonntag ist ja der Tag vor Montag. Und am Dienstag ist ja Weihnachten, ne? Also Heiligabend und so. So, passt auf. Ich habe mir ein kleines Geschenk für euch überlegt. Nur ganz, ganz kleines. Nichts mit Verlosung oder sonst was. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe momentan eigentlich exakt 2 bis 3 aktive Zuschauer. 5, 6 vielleicht. Also, Also, es ist heute Sonntag. Und, also wenn ihr das Video seht, ist Sonntag. Aber ich produziere das jetzt, hat dieses Video schon am... welchen Tag haben wir heute? Freitag, weil ich nämlich am Sonntagabend einen Kumpel da habe und da werden wir ein bisschen was zocken. Und vielleicht werden wir da auch was aufnehmen, weiß ich noch nicht. Vielleicht so ein bisschen Need for Speed oder sowas. Kann sein, muss aber nicht, will ich mich noch nicht festlegen. Jedenfalls nehme ich jetzt für Montag und Dienstag auf. Anders, für Sonntag, Montag, Dienstag und am Dienstag an Heiligabend möchte ich euch eine Doppelfolge Minecraft mitbringen, so mit ein bisschen weihnachtlichen Themen oder ein bisschen Gedenkzeit für diejenigen, die halt sonst nie nachdenken. Das alles, was wir halt schon besprochen haben dieses Jahr, ne? Und ja, das hier ist eine gute Lösung. Ach, ich sollte übrigens ins Bett gehen, fällt mir gerade so auf. Nicht, dass dann wieder ein Creeper kommt und mich in die Luft jagt. Das hatten wir schon mal. Und das fand ich dann gar nicht so lustig. Wisst ihr ja, ne? Gut. So, jetzt lass mal sehen hier. Also ich würde die Tür ja fast so anbringen, weil... kurz gucken, ist irgendwo Ungeziefer? Nee, gut. Weil, wenn man die nach außen anbringt, dann ist hier oben halt so eine, ist nur so eine ganz kleine Schwelle und das ist dann richtig hässlich. Aber ich kann es ja mal kurz zum Angucken, kann ich es ja mal kurz anders machen. Machen wir mal so. Also wisst ihr, wenn man jetzt da so hochkommt, dann wäre hier so direkt... Du hast noch nicht mehr die letzte Stufe genommen und du klebst schon im Holz drin. Und hier kannst du dann halt noch wenigstens da auf so einen kleinen Vorsprung, so Vorsatz wollte ich jetzt sagen, auf so einen kleinen Vorsprung drauflaufen. Und dann ist er nicht ganz so abrupt, so instant. Verstehe ich? Müsste man eigentlich hier doch Holz reinhauen. Hey, warte mal, da muss Holz rein. Ja, ihr merkt schon, ich habe heute ein bisschen meine Spinnerphase. Das geht wieder vorbei, keine Angst. Ne. Das ist halt die Frage. Das hier? Das wird fast ein bisschen früh, oder? Gucken wir uns mal die andere Möglichkeit an. Also wenn es halt hier irgendwo ein Österreicher ist, der sich jetzt leicht verarscht führt, das mache ich nicht. Ich möchte nicht verarschen, aber ich liebe einfach Dialekte. Das müsst ihr verstehen, gell? Nee, schaut auch nicht schön aus. Machen wir anders. Machen wir doch die anderen. So ein störendes Element. So. Ja. Ja, wunderbar. Dann machen wir uns da drin unsere altbewährte Drecktreppe mit Dreck. Oder machen wir als erstes das Holz? Wir machen als erstes den Fußboden, Leute. Planänderung.
So. Ja, ja. Weihnachten. Genau. Also, ja, ich bin momentan noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich zu Silvester einen Jahresrückblick machen soll. Für mich persönlich, doch, für mich persönlich hat schon dieses Jahr ziemlich viel was verändert, aber sich dieses Jahr schon sehr viel verändert, aber das geht eigentlich niemandem jetzt so direkt was an, das ist doch eher privat. Und solange ich sage, ihr müsst nicht wissen, oder ich will nicht, dass ihr alle wisst, wie ich ausgucke, sage ich auch, ihr müsst nicht mein gesamtes Leben kennen. Ich denke, dafür haben alle Verständnis, die dieses Video jetzt sehen. Und daher sage ich jetzt auch, also, ja, was soll man als Jahresrückblick, was könnte ich zum Jahresrückblick erzählen? Ich habe 24 Abonnenten. In 3 Monaten. Weiß nicht, ob das viel ist. Also es ist mehr als manche andere, aber muss man auch dazu sagen, ich mache dieses, also in der Moderation mache ich nicht beruflich, aber Mediengestaltung mache ich ja mehr oder weniger beruflich, ja. Mediengestalter, ne, sagt ja. Daher ist es jetzt auch nicht totales Hashtag Neuland für mich. Aber obwohl hier unten könnte man eigentlich Fenster drin lassen. Dann müsste ich eigentlich... Ja komm, das Koppelzeug, das muss ich auch wegklopfen. Daraus machen wir... Das schaut doch sonst kacke aus. Ist doch nicht vertretbar hier. Und dann kann ich da auch Fenster reinmachen, siehst du wohl. So ein Kellerfenster. Oh Gott. Wollt ihr kurz was physikalisch absolut widerliches angucken? Bitteschön. Bitteschön. Schauen Sie sich um, schauen Sie sich an, kotzen Sie. Also ich halte es immer überhaupt nicht aus, wenn es so physikalisch absolut chaotisch und unmöglich ausguckt. Kriege ich immer so ein kaltes Grauen, ich weiß auch nicht wieso. Andererseits habe ich natürlich... Muss ich mal gucken. Das lass da unten, lass mal einfach mal Cobblestone. Cobblestone. Genau, hier die Ecke muss ich dann sowieso komplett weglassen. Da kommen dann nämlich 2 Pfosten hoch. Na du Pfosten. Ja. Stile und so. Weißt du? Mal gucken, vielleicht mache ich ja irgendeine kleine Runde mit irgendwas. Jetzt mache ich es wieder. Ich glaube das nicht. Jetzt mache ich genau die gleiche Kacke wieder hin. Das klofe ich jetzt aber nicht hier. So. Da muss Oakwood hoch. Nee. Ich mache gerade echt alles falsch, was man irgendwie falsch machen kann. Gerade, dass ich nicht aufhöre zu atmen. So. Aua, zu spät geklickt. Mhm. Ja, so. Na, noch eins weiter hoch. Genau, wunderbar. So guckt das aus. Ja, das Fenster hier, das kann ich gar nicht hier hinsetzen. Fällt mir auch gerade auf, weil das nämlich Stilbruch ist. Guckt mal, wir haben hier überall Pfosten. Brickstones, Fenster, Brickstones, Pfosten. Hier hätten wir Pfosten, Fensterpfosten, das geht nicht. Das macht den ganzen Stil kaputt. Dann müsste hier ein Fenster hin und das macht dann auch Sinn und es schaut dann auch schön aus, ne? So. Ja, ja, da achte ich jetzt halt schon mal ausnahmsweise extrem drauf, dass das echt stilecht bleibt. Manch einem dürfte es jetzt inzwischen relativ aufregen, aber das ist mir egal. Ganz ernsthaft, das ist mir einfach kackpiep egal. Lass mal überlegen. Komm, dann machen wir das doch nur einen Klotz hoch. Ich habe ja keinen Dreck dabei. Was bin ich denn für ein Mensch, dass ich keinen Dreck dabei habe? Ist doch nicht meine Minekraft, wenn man keinen Dreck dabei hat. Ja, ihr merkt, ich komme direkt von der Arbeit und bin noch etwas
Konfuzius. So, genau. Gut. Dass ich keinen Dreck dabei habe, das beeinträchtigt mich jetzt richtig in meinem Handeln. Beeinträchtigt. Ah, Dreck! Ich brauche Dreck! Ah, ich hab Dreck! Ich hab Dreck. So. Wo machen wir die Dreckpyramide jetzt hin? Natürlich außen, weil innen kommen wir dann gleich nicht mehr hoch, wa? Ich geh jetzt dann gleich heulen. Wie gesagt, ich geh jetzt gleich heulen. Das macht mich so fertig. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Da muss zumachen, da muss zu. So. 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 Das ist die Frage, wie macht man das hier? Ja, aber da kann man einfach so ein Überhangdach machen. Komm, das ist kein Problem. Das sind die, ja, das waren die Cobblestones. So, Cobblestone durch. So. Ah, ich sehe schon, das reicht hinten und vorne nicht. Meine Fresse. Ja, glaube ich das? Und man soll hier Glück schießen oder was? Hat sich Sinn gefragt. Ach ja. Niveau bist du im Keller. Auch wieder absolut sinnfrei. So geht's weiter. Und dann gehen wir kurz in die Haie. Türchen zu. Ich glaube, das wird ein sehr schönes Haus, Leute. Ich glaube, das wird ein sehr schönes Haus. Aus dem Anbau wurde jetzt halt noch so ein kleiner häuslicher Anbau, kein Abstellraumanbau, aber... Das ist doch egal, es kommt doch einfach drauf an, dass man einen Anbau hat, der schon ausguckt. Ich würde niemals einen Anbau machen, der nicht schön ausschaut, muss ich ernsthaft sagen. Das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja, ich gehe ja schon. Zum Crafting Table. Na, 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 na. So. Das dürfte eigentlich reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, genau. Und plötzlich muss man auch gar nicht mehr rechtfertigen, dass der Pfosten da einfach so in der Wand verschwindet. Wunderbar, das gefällt mir. Ja. Ja, sehr cool, Alter, hä? Ja, da muss jetzt halt noch irgendwas hin, ne? Da müsste eigentlich ein Fenster rein. Verdammt! Muss ein Fenster rein. Frage ist nur wie. Ja, ich habe eine Idee.
kreativ. Ich habe eine Idee. Ja, das ist genial. Hier, erstmal Brot essen. Hom nom 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 nom. Hom nom 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 nom. Hom. Hom. Ja, glaube ich das denn jetzt? Ja, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Was soll das denn jetzt für ein Käse hier werden? So. Nein. Mimimi, ich geh jetzt gleich heulen. Nee, eben nicht. Auch nicht. So. Ja. Oder noch eins weiter nach hinten gesetzt. Hm. Dann müsste ich die Wand halt komplett eins weiter nach hinten versetzen und hätten wir da plötzlich so einen Vorbau. Im Vorbau so einen gestellten Ihr wisst, was ich meine. Oder? Hoffe ich mal. Also ich könnte das natürlich alles jetzt eins weiter nach hinten setzen. Hier wandtechnisch. Ja. So quasi so. So. Und dann wäre das einmal hier nicht mehr so glatt. Da unten kommt dann natürlich irgendwas hin, so, ne? Ist ja klar, so. Und dann könnte man da ein Fenster reinbauen.